Hey, what's up guys, and welcome to my channel. In this episode, we'll be playing Assassin's Creed Odyssey, first episode. And yes, you guys are right, I already had a video uploaded for Assassin's Creed. One of my subscribers actually requested that I do an episode in German. Now, we're playing with Cassandra because Alexios, to be honest with you, Alexios sounds kind of dull. It's like, you know, like in this story, like the way Cassandra speaks. Tell your boss he can stick it, right? Alexios, like, tell your boss you can stick it. I don't know, he sounds very dull. Cassandra sounds amazing, especially in German. I think they did a really good job with Cassandra in German, and so is all the other characters. But there is one person, I don't want to spoil it, but Barnabas, he sounds like I don't know, maybe it's something you gotta get used to, but Barnabas sounds, I don't know, Barnabas sounds weird. And to be honest with you, Barnabas is one of my favorite characters. I like Barnabas more than I like Alexio. He's my most favorite NPC in this game. And anyway, hope you guys enjoy. There won't be much commentating because this is kind of like a speedrun. What I mean by that is like we're going to be sticking on the main quest only, so no side questing at all. However, I'll do my best to get all the dialogues for you guys. I think I missed the first part of the dialogue. Right after that, all the dialogues are there. You're like, what is in it for me? Like, why should you watch it? Anybody that doesn't speak German, why would they want to watch it? It's closed captured in English. And it's kind of fun to hear other voices. Like in the Hollywood world, I don't know if you guys ever heard Sylvester Stallone in German. I mean, if you do, you should maybe, you can YouTube it or something. It sounds funny. If you like this episode and if you want to see more Assassin's Creed, please hit the like button, subscribe. This will directly support me and encourage me to upload more and more videos for you guys. Hope you guys enjoy and all the best. Aristitoni toro id ira rositus tolundas ef cardius proscopi ton suon potu pagalenis iom titas pan fixilio. Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! So sagte, du spielst ja wie Hase, dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebe ich. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Ach. Was ist mit dir passiert? Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar, bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich.
Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malaka! Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Er sagt, der Wein wird ihn reich machen. Nun, ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Oh, mein Kopf. Genug jetzt. Sagt diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Bist du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste, sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt.
Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Saminu auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Schon wieder? Warum leihst du ihm immer wieder Geld? Er ist ein treuer Freund. Seine Familie soll nicht hungern. Du bist ein guter Mann, aber du kannst mit Geld nicht umgehen. Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. In der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Gib mir das mittlere Pferd. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Wähle mit Bedacht. Gib mir das mittlere Pferd. Dieses da? Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Doris hast. Ah, Euterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Doris, Cassandra. Los. Komm schon, Ella. Yeah, we're just staying on the main quest, and so
we can, you know, finish the game walkthrough. This game has a lot of quests, don't worry. Na los. Los geht's. Los. Da sind sie. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phöbe. Bleib, wo du bist! Ich darf den Rest der Malakas nicht entkommen lassen. Ist dir gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Phöbe, sei vorsichtig. Du bist allein seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass nicht nach! Gib ihm Saures! Hab dich! Weiter! Hoch! Ja, Pater. Spartiaten stehen so schnell wieder auf, wie sie fielen. Den Stab bereit! Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexios. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja, du bist so süß wie Honig. Und jetzt, komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier, leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Cassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst dieser Familie Ruhm bringen. Los.
Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein, die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust, will deinen Tod. Talos, der Söldner? Bleibt mir denn gar nichts erspart? Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Cassandra. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Eine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Und los geht's. Den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Duris wird bei seinem Geschäft sein. Cassandra, schön, dich zu sehen. Hallo, Duris. Das Geschäft läuft wohl. Sag Marcos, er soll selbst herkommen, wenn er sein Geld will. Klar? Ah, aber jetzt bin ich hier. Ja, ich war ein wenig in Verzug. Aber jetzt behauptet Marcos, ich schulde ihm das Doppelte, wegen der Zinsen. Das kann ich nicht bezahlen. Was hättest du bedenken sollen, als du dir die Drachmen geliehen hast? Aber meine Familie! Es ist heiß, ich habe schlechte Laune und du wirst zahlen. Das wissen wir beide. Die Frage ist nur, was ich zuerst kaputt mache. Dich oder deine Waren? Sag Marcos, dass ich bereits genug bezahlt habe. Ich fall doch nicht vor Söldnern auf die Knie. Oder vor jemandem, der dumm genug ist, sich Geld vom Zyklopen zu borgen. Vom Zyklopen? Damit hat er also das Weingut gekauft? Sieh mal, ich weiß, du verdankst Marcos dein Leben. Und dass er dich damals als Kind von der Straße geholt hat. Aber du weißt, dass sein Vorhaben verrückt ist. Hm.
Damit hast du recht. Vergiss die Drachmen. Markus und ich müssen reden. Du lässt mich gehen? Dann nimm wenigstens dieses Schwert. Nichts Besonderes, aber besser als das rostige Ding, das du da hast. Das wird mir gegen den Zyklopen helfen. Treib Markus die Flausen aus, sonst seid ihr beide tot. Hast du was zu erledigen, Kassa? Viel Zeit, bis sich der Zyklop holen kommt, Malaka. Er will sein Geld. Kann ich einen Aufschub haben? Wenn er zurück nach Kephallenia kommt, bist du tot, sobald er vor Anker geht, wenn du es dann nicht hast. Nun, bleiben wir zivilisiert. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Söldnerin verstecken, Markus. Er bringt dich, die Kriegerin und dieses rotznäsige Mädchen um, das immer bei dir ist. Natürlich, kein Problem. Ich besorge die Drachmen. Gut, sonst sehe ich zu, wie der Zyklop dich an seine Ziegen verfüttert. Ah, Cassandra, das Strahlen in deinem Gesicht sagt alles. Duris hat dir die Drachmen bezahlt. Wer strahlt denn? Ich habe gerade erfahren, woher du die Drachmen für das Weingut hast. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wir können uns das Geld zurückholen, oder? Das müsste doch möglich sein. Was bleibt uns sonst übrig? Wir brauchen einen Plan. Plan kann ich am besten. Deine üblichen Tricks werden dafür nicht ausreichen. Oh, mir fehlt die gute alte Zeit. Erinnerst du dich? Alles war einfach. Du hattest nichts, so klein und allein. Und ich hatte alles. Ich habe dir die Welt geschenkt und Kefalinia in deine Hände gelegt. Cassandra! Alexios! Solche Fische werden nicht jeden Tag angespült. Oh. Hungrig? Ich schlag dir ein Geschäft vor. Ich tue etwas für dich. Du tust ein paar Dinge für mich. Alle gewinnen. Besser wird es nicht. Hm? Denk drüber nach. Warte! Kephallenia. Schönes Geschenk. Du warst nichts ohne Markus. Und sieh nur, wie weit du es gebracht hast. Vom Waisenkind auf der Straße zur Söldnerin mit einer Hütte. Und das will uns der Zyklop alles nehmen. Ich kann dich nicht ewig vor ihm beschützen. Er wird mich auch umbringen. Ach, hab doch keine Angst. Sieh dich an. Wie könnte ich es mit ihm aufnehmen? Mit welcher Waffe? Einem rostigen Speer? Einem kaputten Bogen?
Da bist du ja. Du kannst mir nicht entgehen, indem du um den Tempel herumschleichst. Drusilla, ich sprach gerade von dir. Ach ja? Ich brauche das Holz, Markus. Die ganze Insel wird über die neuen Bögen sprechen. Aber ich kann nichts machen, wenn diese Malakes die Holzlieferungen aufhalten. Natürlich nicht. Deshalb habe ich gerade meine Freundin Cassandra in die Einzelheiten eingeweiht. Sie hat auch schon einen Plan gegen diese Banditen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Willst du mich eigentlich verarschen, Markus? Oh, sie tut nur so. Das ist nur so ein Spiel zwischen uns. Es ist mir egal, wer es tut, aber jemand muss diese Banditen töten. Heute noch. Eine prächtige Idee. Ich muss leider nach Hause. Cassandra, ich habe einen Plan für unser Zyklopendilemma. Komm zu mir, wenn du Zeit hast. Wenn du dein Holz willst, musst du zuerst meinen Bogen reparieren. Ich bezahle sonst nur, wenn die Arbeit getan ist, aber so langsam, wie es vorangeht, folge mir. Diese Bögen machen mich reich wie Krösos. Sie scheinen sehr gut zu sein. Ein Krieg droht. Die Athener brauchen gute Bögen, wenn sie Sparta aufhalten wollen. Und alle gewinnen, nehme ich an. Wer bist du? Etwa Markus? Du solltest diesen Kleinkram hier aufgeben. Dieser Krieg kann dich reich machen. Und ich habe gehört, du bist in Wahrheit aus Sparta. Das ist lange her. Jetzt lebe ich auf Kephallenia. Gib ihn mir. Bitte schön, so gut wie neu. Der Bogen ist so stark wie Herakles persönlich. Probier ihn aus. Might as well take that check, though. Los. Might as well take that checkpoint. Yeah.
Ποιος εμέ περιπέζει. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Der Zyklop ist wichtiger als die Bogenerin. Wir müssen reden. Genau das habe ich auch gedacht. Hoffen wir, dass Drusilla Sinn für Humor hat. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Marcos. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten. Sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein. Es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm. Bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Und jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es sein eigenes Podest haben. Na los, komm. Hallo, Auge. Ich sehe dich. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. No, I feel like fighting, man. Hm.
rock right in. And to be honest with you, I originally had planned to upload the entire episode in one video, but my system crashed 3 times. Once on my desktop and twice on my laptop. And no, it has nothing to do with the hardware, or it has nothing to do with DaVinci. It's just sometimes in life you get signs, and I'm taking that as a positive sign. Rest assured though, that the second episode is already fully rendered. I just need to tweak a couple of things here and there, and it should be coming up by the end of tonight or maybe tomorrow morning. Episode 3 is the same way. Like I said, everything is recorded. I just need to render it and upload it. Hope you guys enjoyed this episode. Don't forget to hit the like and subscribe. This is Anawa. Wish you guys a blessed day.